Herzlich willkommen zum bislang mit Abstand verrücktesten Video auf diesem Kanal. Letzte Woche habe ich ja diese Schneefräse hier gebaut, perfektioniert und verbessert. Das Ding funktioniert mittlerweile. Schnee hätten wir auch da, nur hier unten im Tal ist der zu schwer. Das heißt, wir machen jetzt das einzig Logische, und zwar eine Skitour auf 2000 Meter, wo der Schnee besser ist. Ich packe die ganzen Gleise ein. Werde ich mal schauen, dass ich die in den Rucksack reinbekomme. Das Problem ist natürlich, ich muss noch Verpflegung mitnehmen, LVS und was alles dazugehört, damit das Ganze auch sicher genug ist. Ich versuche auch noch 3 Waggons mitzunehmen, wenn der Platz da ist. Wir teilen uns das auf mehrere Rucksäcke. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Felle sind aufgezogen. Wir werden es direkt hier losstarten. Mehr als genug Schnee haben wir auf jeden Fall. Etwas über einen Meter ist jetzt insgesamt schon. In der Nacht allein ist ein halber Meter runtergekommen. Allerdings hier unten zu nass. Die Schneeschaufel da gibt mir recht. Das heißt, wir werden jetzt mal schauen, dass wir ein bisschen höher raufkommen. Und dort wird dann die Schneefräse getestet. Ich bin gespannt, wie gut wir durchkommen. Im Moment schneit es noch. Soll sogar später wieder ein bisschen stärker werden. Und dann hoffentlich funktioniert das alles. Ich melde mich, sobald wir auf dem Weg sind, wieder. Wir haben gerade zugegeben, alle so ein bisschen Zweifel an der Intelligenz der Aktion. Insgesamt sind wir zu dritt, damit wir uns abwechseln können mit den Spuren. Weil durch einen halben Meter Neuschnee ist das dann doch ein bisschen anstrengender. Das hier ist übrigens die Neuschneemenge über Nacht gewesen. Da ist ein ganzer Skistock versenkt, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was hier im Moment los ist. Ja, und ansonsten werden wir jetzt, wie gesagt, uns immer wieder abwechseln und dann hoffentlich irgendwann heute nochmal ankommen. Aber so was die Optik hier angeht, das hat schon was, muss man ja ganz klar zugeben. Ersatzbatterien habe ich übrigens auch eingepackt. Darauf hattet ihr mich ja noch unter dem Community-Post aufmerksam gemacht. Das heißt, dafür ist gesorgt. Ich bin bei der nächsten Station wieder da. So, wir haben jetzt gerade eine sehr, sehr kritische Stelle erreicht. Wir werden Planänderungen hier spontan vornehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das nach da oben erkennen könnt. Das ist alles Schneebruch und zwar nicht gerade klein. Das sind komplette Baumstämme, die hier drauf liegen. Auch da, wo wir jetzt gerade vorbeigekommen sind, da liegt auch ein halber Baum, von dem Ding will man nicht erschlagen werden. Wir werden jetzt eine Alternativroute wählen, uns rüber zur Skipiste kämpfen und dann werden wir da raufgehen bzw. wieder runterfahren. Das ist ganz wichtig, dass hier die Sicherheit vorgeht. Da oben könnt ihr die Gefahr sehen. Seht ihr diese Baumwipfel da oben? Auch da hinten, das Ding zum Beispiel. Wenn die Teile runterkrachen, das will man nicht abbekommen. Das heißt, eindeutig Sicherheit geht vor. Ich muss mal schauen, ob wir heute die 2000 Meter erreichen, ist kritisch. Ich werde auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen, nicht über die Baumgrenze gehen, aufgrund der Lawinengefahr. Egal wie da das Gefälle aussieht. Aber wir werden es mal schauen. Auf jeden Fall hätten wir zumindest jetzt eine Höhe erreicht, wo hier der Schnee pulverig genug ist, dass wir das Ding fahren lassen können. Das heißt, ganz gescheitert ist die ganze Aktion noch nicht. Aber wie gesagt, Sicherheit, das ist das A und O. Und das geht auf jeden Fall vor. Das ist übrigens der Weg, den wir raufgekommen sind. Und das geht jetzt wieder runter. Naja, also, ich melde mich gleich wieder. Hoffentlich mit besseren Neuigkeiten. Den Gipfel hätten wir erreicht. Es schneit weiterhin. Ja, nicht mehr ganz so stark, aber doch noch so, dass man nicht sehen kann. Ich werde jetzt hier Folgendes probieren. Der Schnee ist super weich, super pulverig, das ist alles kein Problem. Aber die Unterlage ist natürlich nicht da. Ich werde jetzt hier jeweils mit den Ski versuchen, das Ganze so ein bisschen platt zu treten, dass wir darauf dann die Gleise auslegen können. In der Hoffnung, dass dann entweder draufschneit oder wir den Schnee selber draufschütten. Je nachdem, wie das Ganze jetzt hier halt ist. Wir wollen halt auch nicht erfrieren, ein bisschen Wind geht. Wir sind knapp über der Baumgrenze, aber wie gesagt, nicht so, dass irgendwas hier gefährlich wäre. Sicherheit, das kann ich auch nochmal an der Stelle sagen, ist wirklich hier das Allerwichtigste gewesen. Ich hätte die Tour lieber auch ein bisschen anders durchgezogen, aber die Schneemengen waren deutlich höher, als es vorhergesagt war. Von daher, ich schaue mal, dass ich jetzt, bevor wir die Finger endgültig abfrieren, die Sache hier präpariere, alles vorbereite, die Gleise auslege. In der Zwischenzeit essen wir dann was, in der Hoffnung, dass hier ein bisschen Schnee drauf fällt. Und dann schauen wir, was rauskommt aus den Aufnahmen. Alles für den Videodreh. Insgesamt haben wir hier oben, glaube ich, 2 Meter Schnee oder was. Ich habe jetzt hier runtergegraben bis auf die untere, etwas verhärtetere Schicht. Und jetzt hoffe ich, dass es da jetzt ein bisschen draufschneit, sodass wir da zumindest fräsen können. Der Schnee wäre so perfekt, aber noch bin ich mir nicht ganz so sicher, wie stabil die Unterlage hier ist. Das ist im Moment so genau das Thema. Auf die Abfahrt freuen wir uns ansonsten auch alle schon, aber das ist dann ein Part, der kommt am Ende. Jetzt erstmal werden hoffentlich die Aufnahmen gemacht. Hier unten ist die Gleise vergraben, das dauert mir gerade alles ein bisschen zu lang. Vor allem, weil hin und wieder einfach auch dann wieder Windböen kommen, die den ganzen Schnee, der gerade raufgefallen ist, wieder wegmachen. Und wie gesagt, dann kommen ab und zu die Windböen, dann ist es auch saukalt, wenn man hier oben ist. Ich werde es mal versuchen, ein bisschen so den Schnee hier drauf zu schütten, weil es doch sehr, sehr pulverig ist. Das sollte alles klappen und dann hoffentlich kommen ein paar gute Aufnahmen raus. Und das Ding funktioniert auch hier oben. Das ist ja so die andere Sache, die wir jetzt überhaupt mal testen müssen. Die Strecke wäre jetzt dann eben vergraben. Ich hoffe, dass der Schnee trotzdem noch pulverig genug ist, obwohl wir den jetzt da händisch drauf geschüttet haben. Also, der allererste Start auf nicht ganz 2000 Metern. Okay, also ich würde sagen, das war bis jetzt mit Abstand der allerbeste Test.
Wir könnten fast mehr Schnee noch riskieren. Sogar ein bisschen langsamer fahren, weil das Ding jetzt doch ziemlich durchgebrettert ist. Ich habe selber nicht gesteuert. Das war ich diesmal nicht schuld. Aber ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehen. Und es hat bewiesen, dass es tatsächlich funktioniert hat. Und dass es sich hoffentlich gelohnt hat, hier rauf zu gehen auf knapp 2000 Metern Höhe. Doppelte Schneemenge, dafür auch doppelte Motorisierung, auch wenn das gerade eben noch kein Problem war. Ich habe tatsächlich, ohne euch das zu verraten, hier die Taurus nochmal mitgenommen, ummotorisiert. Nicht auf 9 Volt in dem Fall, sondern auf das neuere Schienensystem. Ja, und deshalb würde ich vorschlagen, wir werden das hier mal wegräumen. Ich könnte mir vorstellen, dass es, wenn es Probleme gibt, eher an dem Motor, der hier vorne eingebaut ist, liegt und nicht an der Motorisierung selber. Weil das war ja bis jetzt immer eher das Problem, dass uns das Ding durchgedreht ist. Also, der nächste Test. So, bleiben wir mal stehen jetzt hier. Ich würde sagen, das ging eigentlich noch. Doppelte Motorisierung war auch notwendig. Ihr habt gesehen, wie das zwischendurch gestockt ist. Das musste jetzt natürlich mit 2 Fernbedienungen bedient werden, weil ja insgesamt 3 verschiedene Motoren angesteuert wurden. Zwischendurch hat man, glaube ich, auch von der vorderen Lok das ganze Durchdrehen gehört. Deshalb war es, glaube ich, nicht so verkehrt, dass wir das in dem Fall doppelt motorisiert laufen lassen haben. Aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Testen. Ich glaube auch, dass es auf der Kamera rausgekommen ist. Und bevor wir jetzt hier oben endgültig alle erfrieren und vor allem bevor es dunkel wird, das ist auch noch so ein Punkt, werden wir jetzt immer die Schienen einpacken, wieder alles in die Rucksäcke verteilen und dann geht's endlich runter. Die Abfahrt, auf die wir uns alle schon gefreut haben. Das ist dann sozusagen der Lohn für den heutigen Aufstieg und die ganze Videodreherei hier oben. Das war ein Riesenaufwand. Also mit Tour, um das Ganze zu erkunden, wo wir denn überhaupt genau hinwollen. Dann kam es dazu, dass das Wetter doch uns fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Es war jetzt alles deutlich länger, nachdem wir den Umweg genommen haben. Aber wie gesagt, das war einfach aus Sicherheitsgründen. Und insgesamt hat sich's, glaube ich, dann hier oben gelohnt. Wir packen ein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.